willkommen zu unseren Patientengeschichten mit Herz aus der Asklepios Klinik Nord in Hamburg. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und doch liegt es uns am Herzen, Ihnen die beeindruckende Patientengeschichte hinter diesem Bild zu erzählen. An meiner Seite begrüße ich hiermit recht herzlich unsere Patientin Frau Rausch und den behandelnden leitenden Oberarzt Herrn Dr. Gocht. Guten Tag zusammen. Guten Tag, ja. Guten Tag, hallo. Frau Rausch, ja. Vor ungefähr 2 Jahren kamen Sie zu uns in einem sehr schlechten Allgemeinzustand in die Klinik. Und die Frage, die sich jetzt die Hörer natürlich stellen, was war denn da am 22. Juli 2019? Was haben Sie für Beschwerden gehabt? Ja, das war... ich konnte nicht mehr aufstehen, also ich lag nur rum und war gar nicht fähig, mich weiter zu bewegen. Ich war, habe das gerade noch geschafft, das Telefon zu greifen und meinen Bruder anzurufen. Und das war alles. Die sind dann glücklicherweise gleich gekommen und haben dann den Notarzt gerufen. Und hatten Sie vorher irgendwelche Vorboten, also Luftnot oder Brustschmerzen, irgendwelche Beschwerden, die Sie vorher hatten, die Tage davor? Nö, eigentlich nicht. Also aus vollkommener Gesundheit ging es Ihnen plötzlich akut schlecht? Ja, ja. Und das war innerhalb eines Tages, oder? Ja, eigentlich schon, also... Abends war es schon schlecht, aber dann bin ich ins Bett gegangen und dachte, gut, das gibt sich wieder. Aber am nächsten Morgen, als ich aufstehen wollte, war ich also überhaupt nicht dazu fähig. Und waren Sie vorher irgendwie operiert worden oder hatten Sie sonst irgendeine große Erkrankung hinter sich gebracht oder ist ein Krebsleiden bekannt? Nein, 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 sowas hatte ich alles nicht. Ich hatte ein Jahr vorher schon mal eine Lungenembolie. Da war ich auch bei Ihnen im Krankenhaus. Aber da war ich nach 3 Tagen oder 2 Tagen wieder zu Hause. Das war eigentlich wieder in Ordnung. Also Lungenembolie, da haben Sie wahrscheinlich dann alle Ärzte aufschrecken lassen. Denn das ist ein ganz typisches Krankheitsbild, was ich so gibt wie bei Ihnen, dass man plötzlich einen Schockzustand hat mit niedrigem Blutdruck, kaum noch aufstehen kann, Luftnot verspürt. Das ist ja eine ganz typische Folgeerkrankung, dass man dann wieder eine Lungenembolie bekommt. Aha. Herr Dr. Gocht, wie muss man sich das vorstellen, wenn der Notarzt mit einem Patienten kommt und Verdacht auf Lungenembolie oder unklarem Schock? Wie muss man sich das im Heidberg vorstellen, was läuft da für eine Routine ab? Ja, also es ist so, wenn Patienten angekündigt werden mit einem unklaren Schock, dann brauchen wir natürlich erstmal unklar, was wirklich dahinter stecken könnte. Möglicherweise eine Lungenembolie aufgrund der Vorgeschichte. Und was man dann macht, ist, dass man erstmal im Grunde genommen mit allen Experten, da braucht man eine große Expertise, ein großes Zentrum im Grunde genommen, zusammenkommt und sich diese Patientin im Grunde genommen in der Notaufnahme entgegennimmt und dann mit allen Experten aus allen möglichen Fachabteilungen diese Patientin im Grunde genommen begutachten und erste Untersuchungen durchführen. Dazu gehört mit Sicherheit das Monitoring, dazu gehören dann aber auch schon Ultraschall- oder EKG-Untersuchungen, damit man eben bei solchen Patienten, die wirklich in einer bedrohlichen Situation sind, schnell zu einer Diagnose kommt. Ja. Und was ist für Sie der erste Schritt gewesen, zu merken, alles klar, das ist wahrscheinlich wieder eine Lungenembolie. Was ist sozusagen so der diagnostische Pfad, den Sie dann durchgehen und wie schnell funktioniert das? Das geht im Grunde genommen
unmittelbar, wenn die Patientin in der Notaufnahme eintritt. Wir sind als Zentrum darauf gut vorbereitet, solche Patienten, sage ich mal, jederzeit zu versorgen. Das heißt, wir haben das gesamte Equipment und die Expertise vor Ort in der Notaufnahme. Und der Algorithmus ist dann im Grunde genommen von der Präsentation der Patientin bis hin am EKG und bei Frau Rausch war es eben so, dass zur Diagnose geführt hat, das Ultraschall, was unmittelbar durchgeführt worden ist in der Notaufnahme, weil da sah man, dass das rechte Herz immens belastet war durch eine Embolie oder einen Verschluss oder einen Gerinnsel eben in den Lungenarterien. Und man sah sogar, der Befund war sogar so schwerwiegend, dass man wirklich auch das Gerinnsel in dem rechten Herz sehen konnte. Das heißt, die Diagnose konnten wir dann unmittelbar in der Notaufnahme stellen. Jetzt ist es so, dass tatsächlich bei Frau Rausch die Lungenfunktion und auch die Herzfunktion kurz davor waren zu versagen. Also auch kreislaufwirksame Medikamente und Blutverdünner waren nicht in der Lage, ihr zu helfen und den Blutdruck, sagen wir mal, und die Sauerstoffversorgung des Gehirns und der Organe zu bewerkstelligen. Zu welchem Schritt haben Sie sich dann entschlossen? Ja, also die Patientin wurde natürlich erstmal bei uns auf der Intensivstation versorgt mit den Maßnahmen, die Sie schon erläutert haben. Und aber als wir keine Besserung gesehen haben, war es eben so, dass dieser Schockzustand anhaltend war und wirklich lebensbedrohlich ist. Wir haben uns dann dazu entschlossen, eine Herz-Lungen-Maschine einzusetzen, weil es wirklich, wenn der Kreislauf nicht mehr aufrechtzuerhalten ist und das Herz das nicht mehr schafft und auch die Lungenfunktion eben nicht mehr aufrechterhalten waren, dann kann man im Grunde genommen diese Organe, sage ich mal, vorübergehend ersetzen. Da setzt man eine Maschine ein mit zwei, sag ich mal, großen Schläuchen, die dann eben den Kreislauf und die Lungenfunktion über diese Maschine ersetzen. Jetzt ist es so, dass der Kreislauf für 8 Tage umgangen worden ist. Frau Rausch, Sie haben das einigermaßen wach erlebt. Woran erinnern Sie sich noch auf der Intensivstation, wenn Sie sich an diesen mittlerweile 2 Jahre herliegenden, an dieses Ereignis zurückerinnern? Tja, weiß ich jetzt gar nicht so. Also, ja, dass ich wach war. Also ich weiß, dass ich da fest zusammengeklappt bin und dass man mich dann sofort in den OP gebracht hat und mich an diese Maschine angeschlossen hat. Und dann bin ich auf die Intensivstation zurückgebracht worden. Und da war ich dann wieder wach und habe dann alles, bin auch wach geblieben, also habe dann alles so quasi miterlebt. Also es ist kein Zufall, dass wir uns heute interviewen. Heute vor genau 2 Jahren haben wir die Herz-Lungen-Maschine wieder bei Ihnen aufgebaut. Ja. Und da ich selbst dabei war, kann ich Ihnen sagen, was Ihre erste Reaktion war, nämlich die Luftnot ist weg. Das ist das Erste, was Sie gesagt haben, als wir diese Maschine implantiert haben im Katheterlabor. Und das war auch beachtlich, weil Ihre Lippenfarbe plötzlich rosa wurde anstatt blau. Und ich kann mich noch sehr gut an Sie erinnern, aber wahrscheinlich haben die Beruhigungsmittel Ihnen so ein bisschen das Erinnerungsvermögen genommen. Also es ist so, dass Sie tatsächlich gesagt haben, oh, die Luftnot ist tatsächlich weg. Das war das Erste, was Sie sagten. Ach so, ja, das weiß ich nicht mehr. Und wie ist es jetzt für Sie im Alltag? Also Sie waren ja wirklich sehr ernsthaft krank, mussten 12 Tage bei uns in der Klinik bleiben, 8 davon an der Herz-Lungen-Maschine. Wie ist es Ihnen dann danach ergangen? Wann hatten Sie den Eindruck, standen Sie wieder auf 2 Beinen und standen wieder voll im Leben? Ja, ich war dann ja anschließend zur Reha, glaube 3 Wochen. Und ja, da ist es mir dann schon wieder ganz gut gegangen. Ich konnte dann die Übungen machen und
die sind mit mir umgegangen und Treppensteigen. Und das habe ich alles gut bewältigen können, ja. Also Sie machen uns Mut. Sie gehören zu einer ganz kleinen Gruppe unserer Patienten, ungefähr 40, 50 solcher Patienten, die wir im Jahr behandeln und die zu Fuß unser Klinikum wieder verlassen. Eine Großzahl der Patienten überlebt tatsächlich dieses schwere Ereignis nicht. Insbesondere kommt man dann durch Rhythmusstörungen oder auch durch Organversagen zu Tode. Und wir machen uns Mut, dass man tatsächlich 12 Tage nach einem solchen schlimmen Ereignis schon wieder auf den Beinen steht und dass Heilung Maria wieder zu Hause in den Alltag bewältigt. Das ist für unsere Pflegenden und auch die Ärzteschaft der Klinik eine sehr mutmachende Rückmeldung, dass wir nicht verzagen, weiterzuarbeiten und weiter auch nachts um 3 Patienten wie Sie zu behandeln und alles zu geben, dass Sie wieder auf die Beine kommen nach Hause. Wir danken Ihnen ganz herzlich, Frau Rausch, für die Bereitschaft, mit uns zu sprechen und für den Austausch mit den Ärzten und Pflegenden der Asklepios-Klinik Nord. Das ganze Herzteam bedankt sich bei Ihnen und wir wünschen Ihnen alles, alles Gute. Mögen Sie noch viele schöne Jahre haben und mögen Sie gesund bleiben und weit weg von irgendwelchen Herz-Lungen-Maschinen. Vielen Dank für die Bereitschaft, mit uns zu sprechen und alles Gute. Und auch unserem Experten, Herrn Dr. Gocht, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Ja. Also alles Gute. Tschüss zusammen. Tschüss. Ja. Tschüss dann, ja.